I know a lot of you people out there. Ich weiß, dass viele von euch da draußen nicht verstehen. Aber es ist wichtig, dass die Welt davon weiß, weil es die Kirche und die Regierung verschweigen. An diesen Orten sind viele Leute gestorben. Wenn der Herr dein Gott dich zu dem Land bringt, das du besitzen sollst, und viele Nationen vor dir hertreibt, damit du sie besiegst, dann musst du sie völlig zerstören. Mach keinen Vertrag und zeig keine Gnade mit ihnen, verschone keinen. Dies sollst du tun. Stürze ihre Altäre, zerschlage ihre heiligen Steine, fälle ihre Bäume und verbrenne ihre Götzenbilder, weil ihr ein Volk seid, auserwählt durch den Herrn über alle anderen auf dem Antlitz der Erde. Mit Gott auf unserer Seite können wir jedes Verbrechen begehen, denn wir glauben, dass er uns freispricht. Das ist die Gefahr von Religionen. Sie gestatten, ohne Gewissensbisse zu töten. Die Kirche weiß, wo unsere Kinder begraben sind. 50.000 starben. Even in the sunlight, the Alberni Valley was draped in fog that first morning I arrived there in the spring of 1992. Trotz Sonnenlicht lag das Tal von Alberni im Nebel, als ich im Frühling 1992 dort ankam. Jesus sagte, wenn wir einen Fremden begrüßen, begrüßen wir ihn. Doch ich ahnte nicht, dass ich die Tür hinter allem Vertrauten schließe, wenn ich ihm und vielen anderen die Türe öffne. Anfangs war mir das nicht klar. Ich hatte hier das Gefühl, am Rande von etwas zu stehen, wartend, als ich zu einem Vorstellungsgespräch bei der St. Andreaskirche in Port Alberni an der kanadischen Westküste unterwegs war, wo ich Pfarrer werden wollte. Ich fühlte nur, dass ein tieferer Sinn mich hierher gebracht hatte, und tatsächlich, ich bekam die Stelle. Als ich anfing, gab es keine Indianer in meiner Kirche. Da saßen am Sonntag etwa 20 Leute in den Bänken, alle weiß, pensionierte Forst- und Mühlenarbeiter. Doch ein Drittel der Bevölkerung sind Ureinwohner. Aber sie sind weder in den Kirchen noch als Verkäufer irgendwo angestellt. Eine totale Apartheid. Und das ist es immer noch. Immer noch eine Apartheid-Gemeinde. Das hatte mich neugierig gemacht. Und nach dem ersten Gottesdienst ging ich zum Messdiener und sagte, Fred, es ist seltsam, dass hier keine Indianer sind. Wo sind die alle? Und er ging sofort in die Defensive und sagte, nun, die bleiben unter sich und wir unter uns. Und so mögen wir es alle. Ein paar Wochen später wurde ich zu einer Hochzeit gerufen. Danny Gass, den ich getraut hatte, war ein pensionierter Fischer, ein Indianer, der in die Schule von Alberni gegangen war. Ich fragte ihn, warum sind keine Indianer in der Kirche? Und er sagte nach einer Pause, die haben meinen besten Freund in der Internatsschule umgebracht. Er liegt auf dem Hügel hinter der Kirche begraben. Und alle wissen das. Die wollen uns nicht in ihrer Kirche. And the church people all know it, they don't want us in their church.
Es traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Diese zwei Welten nebeneinander, nicht nur Ureinwohner und Weiße, sondern eher wie eine offizielle Welt und dahinter die inoffizielle, vergrabene Geschichte. Aber Danny Gus war nicht der Einzige, der von Morden an der Internatsschule berichtete. In meinem ersten Jahr verbrachte ich den Großteil meiner Zeit nur damit, Leute zu besuchen, um sie kennenzulernen und meine Kirche wirklich zu öffnen. Für so viele Menschen wie möglich, einschließlich der Ureinwohner. Und als immer mehr Indianer in die Kirche kamen, gab ich ihnen eine Art Forum und sie fingen an, über Verbrechen zu sprechen, die sie erlebt hatten. An der Internatsschule in Alberni, die über 50 Jahre lang von der United Church of Canada betrieben wurde. Und sie erzählten, dass Kinder getötet wurden. Sie sprachen von pädophilen Kreisen, wo Kinder herumgereicht wurden zwischen Indianeragenten, den Priestern und anderen Leuten. Nach meiner Predigt konnten die Leute also nach vorne kommen und ihre eigenen Gedanken mit allen teilen. Und die Weißen? Die Weißen kamen auch manchmal nach vorn, zum Beispiel ein Holzarbeiter, um die Abholzung zu verteidigen. Jeder konnte sagen, was er wollte. Die Ureinwohner in ihrer Tradition haben offizielle Sprecher. Und so gab es beispielsweise einen Mann, Alfred Kittler, der nach vorne kam und in seiner eigenen Sprache zu beten begann. Das war schon etwas Besonderes, das war wunderbar. Aber dann fing er an, von anderen Dingen zu reden. Und auch andere Leute, die nach vorne kamen, haben von ermordeten Kindern berichtet. Eine Frau, Harriet Nahenny, war 1946 Augenzeugin eines Mordes an einem kleinen Mädchen durch den Direktor der Internatsschule. Dieser Mann hieß Alfred Caldwell und seine Tochter war Teil meiner Kirchengemeinde. Sie war Teil der alten Garde meiner Kirche. Konntest du es glauben? Nun, wenn Menschen, die einander nicht kennen, immer wieder dieselben Geschichten erzählen, musst du die Tatsache akzeptieren, selbst wenn du skeptisch bist. Und wenn die Menschen noch mehr erzählen, was später durch Dokumente bestätigt wird, dann kann man das nicht mehr leugnen. Als Pfarrer spürt man ziemlich schnell, ob jemand Unsinn erzählt oder nicht. Du kannst es in den Augen sehen, wenn jemand leidet und es schmerzt, eine Geschichte zu erzählen. Das denken sie sich nicht aus. Ich heiße Harry Wilson. Ich heiße Kenny Critail. Mein Name ist Virginia Baptist. Ich bin von der Osoyoos Indianergemeinde in Oliver, British Columbia. Mein Name ist Harry Lucas und ich bin gerade 64 Jahre alt. Mein Name ist C.P. Old vom Haus der C.P. Old in Pachita. Mein Name ist Nung Klat Ga. Ich komme vom Stamm der Haida Gwaii. Mein englischer Name ist Douglas Wilson. In akademischen Kreisen bin ich als Dr. Wilson bekannt. Ich ging zur Port Alberni Internatsschule von 1959 bis 1970. Ich ging zur Internatsschule von Cranbrook, BC. Mein erstes Jahr war 1955 und ich ging dorthin bis 1963. Ich bin ein Überlebender der Edmonton Internatsschule für Indianer. Ich war dort vom Jahr 1957 bis 1961. Als ich 5 Jahre alt war, wurde ich von Terroristen entführt, in einem Kanonenboot. Die kanadische Polizei, RCMP, hatte dieses Kanonenboot. Es war ein Polizeiboot mit einem darauf befestigten Gewehr, um die Kinder aus den Dörfern einzusammeln. Vom ersten Tag an wurden wir getrennt. Ich weiß noch, im September. Wir waren alle am Strand und wir erhielten alle Nummern. Als ich in der Schule in Cranbrook eintraf, haben sie uns allen Nummern zugeteilt. Meine Nummer war die 54. Meine Unterwäsche, meine Socken, meine Uniform, meine Handtücher, alles, was ich besaß, hatte eine Nummer, die 54. Und alle Mädchen hatten ihre eigene Nummer. Und wenn du mit der Nummer von jemand anderen erwischt wurdest, wurdest du dafür gepeitscht. Wir durften keine Bücher haben. Es war uns nicht erlaubt zu lesen. Wenn du beim Lesen erwischt wurdest, egal Buch oder Zeitschrift, dafür gab es eine harte Bestrafung. Die Kinder, die uns verpfiffen, wurden bevorzugt behandelt. Während die Kinder,
die ihre eigenen Lieder sangen und ihre Sprache sprachen, andauernd bestraft wurden. Für jede kleine Sache, sogar wenn sie lachten. Es fiel uns immer schwer, uns gegenseitig zu sagen, dass wir uns lieb haben, weil uns beigebracht wurde, sich zu lieben sei falsch. Sie sagten uns, sich zu lieben wäre des Teufels Werk. Aber die Priester und Nonnen konnten sich umarmen und küssen. Und wir durften nicht mal unsere eigenen Brüder umarmen. Wir durften sie nicht umarmen und ihnen sagen, dass wir sie lieb haben. Ich habe viele Jahre gebraucht, um meinen Jungs zu sagen, dass ich sie lieb habe. Three years it took me to realize it, though, you know, of torture and pain, you know, being strapped at a young. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um mir bewusst zu werden, 3 Jahre voller Folter und Schmerzen, als kleiner Junge festgebunden, dass ich meine Kindheit verlor, als ich dort ankam. Ich habe nie erfahren, wie es ist, Eltern zu haben. Das schmerzt immer noch. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt, bis heute nicht. Ich konnte mich nie an irgendwelche guten Zeiten dort erinnern, weil ich für Dinge bestraft wurde, die ich nie tat. Was für Strafen? Eine Strafe war, dass sie mich ans Bett gebunden haben, mit einem Geschirr. Damit wurde ich im Bett festgehalten. Ich hatte ein Problem mit Bettnässen. Also banden sie mich im Bett fest und legten ein Elektrokabel unter meinen Laken, sodass ich, falls ich in das Bett näste, mir selbst einen elektrischen Schock verpasste. Brachten sie dich in ein Krankenhaus? Ja, das haben sie, um mir eine Art Droge zu geben. Was für welche? Ich weiß nicht, welche Droge. Was geschah, als sie dir diese Droge gaben? Sie haben mich in so eine Art gepolstertes Zimmer gebracht, eine gepolsterte Zelle und natürlich festgebunden. Nachdem du von dem Mädchen berichtet hattest? Ja. Nachdem du die Leiche gefunden hattest? Ja. Ich habe gesehen, wie sie Hände kleiner Kinder verbrannt haben, von 3-Jährigen und 5-Jährigen, mit kleinen Stachelelektroden in den Händen, sowas wie Schocks. Elektroschockgeräte? Ja. Warum haben sie die Kinder geschockt? Weil die Kinder den katholischen Priestern nicht gehorcht haben. Er hat den Penis meines Bruders so lange mit Elektroschocks behandelt, bis mein Bruder ohnmächtig wurde. Und er lachte, während er das tat. Mein Bruder sagte, dass er dabei gelacht hat. Er mochte es anscheinend, ihn leiden zu sehen. Bei der Polizei hatte ich an einigen Untersuchungen teilgenommen, die Opfer an den Internatsschulen betrafen. In einem bestimmten Fall war ein Junge im Sommer nach Hause gekommen und hatte gelernt, seine eigene Sprache zu sprechen. Sein Vater hatte ihm das Schnitzen beigebracht, dann ging er zurück in die Schule. Dort machte er weiter damit, seine eigene Sprache zu sprechen und zu schnitzen. Der Lehrer erwischte ihn, nahm ihm sein Messer weg und zerbrach seine Schnitzereien. Und dann nahm er einen Bleistift und er durchbohrte damit seine Hand. Die Narbe kann man immer noch sehen, dort, wo er mit dem Bleistift seine Hand durchbohrt hat. Es gab auch Zeiten, wo sie uns in eine Wanne steckten. Und dann hatten sie so einen Eimer voll Schlangen, solche schwarz-gelben Schlangen. Dann schütteten sie den Eimer in die Wanne, in der wir badeten. Die Schlangen können das heiße Wasser nicht ertragen. Also krochen sie an unseren Körpern hoch, um sich vor dem heißen Wasser zu retten. Sie kringelten sich an uns hoch, denn sonst wären sie sofort gestorben. Solche schrecklichen Dinge haben sie uns angetan, um uns zu bestrafen, damit wir den Mund halten. Worauf hatte ich mich nur eingelassen? Meine ganze Welt wurde auf den Kopf gestellt. Ich hatte eine junge Familie zu ernähren. Meine Kinder waren noch sehr klein. Ich durfte sie nicht gefährden. Das würde aber passieren, wenn ich weiter diese Geschichten von meiner Kanzel aus erzählen lasse. Ich wusste nicht, wem und was ich glauben sollte. Aber wenn du abends nach Hause kamst zu deiner Familie, deiner Frau, deinen beiden Töchtern, hast du dann davon gesprochen? Oder sie? Nein, das war kein Thema. Zum einen wurde es mir im Vertrauen erzählt und außerdem war es ein Albtraum. Ich selber brauchte Hilfe. So wandte ich mich an meine Kollegen in der Kirche, in der Hoffnung, sie würden mich verstehen und unterstützen. Das war ein Fehler.
That was a mistake. From top to bottom, the church denied that any children had been harmed in the residential schools. Von A bis Z leugnete die Kirche, dass Kinder in den Internatsschulen überhaupt zu Schaden gekommen waren. Von Kirchenvertretern wurde ich sogar bedroht, damit ich überall das schwieg. Man sagte mir, ich solle mich einfach wie ein guter Pfarrer um meine Herde kümmern. Doch ich dachte, dass ich das tat, als ich die Türen meiner Kirche auch für Indianer öffnete. Und das war es, was die Kirche untragbar fand, dass ich die Menschen, die so lange schweigen mussten, reden ließ. Und das versuche ich immer noch mit meiner Arbeit. Hat dich denn niemand davor gewarnt, dass du dich nicht mit den Ureinwohnern einlassen sollst? So dreist waren sie nicht, aber es gab subtilen Druck und Warnungen. Bill Howey, der örtliche Vertreter der United Church of Canada auf Vancouver Island, kam zu mir nach meinem ersten synodalen Treffen, wo ich sagte, dass es mir seltsam erschien, dass keine Indianer in unsere Kirche kamen und dass wir anfangen sollten, nach den Gründen zu forschen. Bill setzte sich neben mich mit seinem großen, übertriebenen Lächeln und sagte, du hast eine vielversprechende Karriere vor dir und eine junge Familie zu versorgen. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig mit meinen Äußerungen und würde mich nicht allzu sehr mit den Indianern beschäftigen. Und hast du das kapiert? Nein, damals war ich noch voller Illusionen. Ich dachte, das ist doch die Kirche Christi und wir fallen einander doch nicht in den Rücken. Ich war sehr naiv. Es gibt eine Gruppe innerhalb der Kirche, also der United Church in Port Alberni, deren Ziel es war, Kevin Enne zu zerstören. Sie begannen, indem sie Kontakt aufnahmen mit solchen Mitgliedern, die ich die sogenannten Cliquen in Port Alberni nenne, um Kevin in Verruf zu bringen, koste es, was es wolle. Denn sie hatten natürlich Angst vor finanzieller Wiedergutmachung, aber sie wollten natürlich auch nichts von Ermordungen und von Missbrauch von Ureinwohnern hören. Sie dachten, es stünde zu viel auf dem Spiel. Und machen wir uns doch nichts vor, wer würde schon in eine Kirche gehen, die die Kinder von Ureinwohnern missbraucht und ermordet hat? Als diese Geschichten erzählt wurden, konnte man sehen, wie manche der älteren Weißen sichtlich zusammenzuckten. Damals wusste ich nicht, worum es ging. Erst später erfuhr ich, dass es da buchstäblich Leichen im Keller der Kirche gab. Und die wollten sie dort auch lassen. Ich weiß noch, wie uns Kevin damals 1992 zum ersten Mal eingeladen hatte. Viele Weise, die am Gottesdienst teilnahmen, gaben den Eindruck, als sei alles in bester Ordnung. Aber sehr viele von ihnen fühlten sich wirklich unbehaglich. Den Eindruck hatte ich jedenfalls, als ich mit vielen von ihnen sprach. Und tatsächlich sagte einer der Kirchenbesucher, sie könnten nicht verstehen, warum Kevin Ennett sich um uns, um die Ureinwohner im Tal von Alberni kümmerte. Ich verstand, warum Kevin das tat. Denn schon etliche Jahre lang hatte eine Entfremdung bestanden. Aber mir war nicht klar, dass die Anti-Ureinwohner-Gemeinde dort so unerbittlich war, dass sie nichts mit uns zu tun haben wollte. Ja, was für Leute mochten sie denn nicht? Ganz sicher nicht die Armen. Das war offensichtlich. Gleich von Anfang an. Es gab sehr viel Rassendiskriminierung. Ja, viel Rassismus. Sie wollten keine Ureinwohner in der Kirche haben. Und als Kevin eine Speisung eingerichtet hatte und dort ein Dialog über die Morde an den Internatsschulen entstand, erlebte ich plötzlich hautnah, wie er angegriffen wurde. Erst waren es nur Gerüchte. Ich weiß noch von Leuten im Alberni-Tal, die früher in die Cafés gingen. Hörte ich, Kevin Ennett würde in ein Wespennest stechen, in das er nicht hineinstechen sollte. Und wie kann er es wagen? Und deswegen wurde ich kurzerhand aus meiner Arbeit entlassen, ohne jeglichen Grund, ohne entsprechendes Verfahren. Am 23. Januar 1995, nach knapp 3 Jahren als Pfarrer an der protestantischen Kirche zum heiligen Andreas, wurde Kevin Ennett ohne Vorwarnung und ohne Grund von 2 Kirchenvertretern gefeuert, ohne Wissen oder Zustimmung seiner Gemeinde. Kevin wurde von einem dieser Vertreter, Art Anderson, mitgeteilt, dass gegen ihn keine Klagen vorlagen und dass er nicht unter Strafe stünde. Aber dennoch müsse er an einer, wie es Anderson nannte, Umschulung für Geistliche teilnehmen und sich einer Untersuchung unterziehen, um Pfarrer der United Church of Canada bleiben zu können. Anderson lieferte keine Beweise, um diese Maßnahmen zu begründen. Als Kevin gefeuert wurde, war seine Kirche jeden Sonntag voll besetzt und Kevin hatte gerade von 90% seiner Gemeindemitglieder Bestätigung für seine gute Arbeit erhalten. Ich hatte keine Ahnung, dass es sich dermaßen auf mein Leben auswirken würde. Ich war ein völlig Ahnungsloser, der ein Minenfeld betrat. Ich dachte, naja, das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass sie mich tadeln und in eine andere Gemeinde schicken.
War das deine eigene Schlussfolgerung oder die deiner Familie? Mir selbst wurde klar, dass sie so mit einem Pfarrer umgehen, der, wie sie sagen, nicht zu seiner Gemeinde passt. Doch das war Blödsinn, denn ich kam mit den meisten Leuten gut aus. Aber ich wusste, dass es in der Kirche immer eine Minderheit gibt, die die Macht in Händen hat. Und diese Leute, die Alteingesessenen, die Verbindungen hatten zu denjenigen, die die Internatsschule betrieben hatten, die voller Angst vor Indianern waren, die das schlechte Gewissen hatten, weißt du, das waren diejenigen, die das Ohr der Kirchenoberen hatten. Und ich wusste, sie würden mich aus dem Weg räumen. Aber ich dachte eben, dass sie mir sagen würden, du musst dich umschulen lassen und dann bekommst du eine andere Gemeinde. Aber mir wurde schnell bewusst, dass sie mich ganz raushaben wollten. Sie wollten mich nicht. Es war ein bisschen wie im Film Matrix, als die Stöpsel aus Neo rausflogen. Als ob das System mich anschaut und sagt, boah, der passt nicht, runterspülen, und sie haben mich runtergespült. Kevin war dem Establishment ein Dorn im Auge. Es wurde gesagt, wenn sie Kevin Annette wirklich beseitigen wollen, dann sollten sie seine Frau und die Kinder angreifen. Und wie greift man die Frau und die Kinder an? Setz sie einfach ganz stark unter Druck und sag ihnen, je länger Kevin Annette fortfährt, diese Morde aufzudecken und mit den Ureinwohnern zusammenzuarbeiten, umso schwerer wird es für euch sein, hier in der Gemeinde sozial akzeptiert zu werden. Und wenn ihr Mann das weiterhin tut, wird es Folgen für sie und ihre Töchter haben. Ich dachte nicht, dass sie mein Leben kaputt machen würden, dass sie mir meinen Lebensunterhalt wegnehmen und meine Familie zerstören. Hast du das mit deiner Familie besprochen oder war das Kirchenangelegenheit? Also schlussendlich habe ich doch meiner Frau Anne davon erzählt und sie bekam es wegen all dem wirklich mit der Angst zu tun. Und dann, nachdem ich entlassen worden war, gingen sie zu ihr. Und sie boten ihr tatsächlich an, ihre Scheidung zu bezahlen und sie zu unterstützen, falls sie ihnen Informationen liefern würde. Und sie gaben ihr auch Dokumente, die mich als psychisch labil hinstellten. Diese Dokumente hat sie dann im Scheidungsprozess benutzt und damit das Sorgerecht für unsere beiden Töchter bekommen. Also die Tatsache, dass die Kirche ihr bei der Scheidung half, mir meine Kinder wegzunehmen, die Tatsache, dass sie eine Viertelmillion Dollar dafür ausgeben würden, mich aus der Kirche zu werfen, all das war für mich und für viele andere sehr aufschlussreich. Das zeigte mir, dass es hier um eine viel größere Sache ging. Sie wollten mich mit allen Mitteln zum Schweigen bringen. Sowas tut man nicht, wenn jemand die Gemeinde beleidigt hat oder kein guter Pfarrer war. Es sei denn, es gibt etwas anderes, das zu verbergen ist. Es ging offensichtlich um die ermordeten Kinder und das gestohlene Land. Ich war Zeugin beim Tod von Maisie Shaw. Ihr habt ebenso wenig das Recht, euch Christen zu nennen, wie die Mitglieder der Inquisition. Wo ist eure Entschuldigung? Wo habt ihr die Kinder begraben? Hier fanden wir die kleinen Schädel. Ihr habt sie hier drin gefunden? Wir fanden sie hier drin. Da war Kohle, also richtige Kohle. Es war uns verboten, hierher zu kommen. Als ich sie anflehte, mit dem aufzuhören, was sie meiner Familie und mir antaten, zeigten sie nicht einen Funken Menschlichkeit. Sie waren wie Roboter. Schautest du etwas in ihren Augen? Nichts, überhaupt nichts. Bis dahin kam mir das abstrakt vor. Die Leute erzählen dir etwas und du fragst dich immer, aber wie konnten sie nur so etwas tun? Als ich dann sah, was sie imstande waren, mir anzutun, also einem von ihnen, als sie hergingen und mein Leben gnadenlos zerstörten und es zuließen, dass meine 6- und 2-jährigen Töchter durch die Hölle gingen, dachte ich, wenn sie mir das antun können, ja, was könnten sie dann einem Ureinwohnerkind antun, das kein Christ ist, das dunkelhäutig ist und nicht einer der ihren? Klar konnten sie sie umbringen. Ich habe es beobachtet. Sie stand oben auf der Treppe und er trat sie. Sie rollte die Treppe hinunter. Sie kam unten an und lag so da. Ihre Augen waren offen, aber sie bewegte sich nicht. Sie weinte nicht. Das sehe ich immer wieder vor mir. Sie hieß Maggie. Sie war 2 Jahre älter als ich. Und sie wurde da drin ermordet. Von einer Nonne aus dem Fenster gestoßen.